Es war eine Tat, die Schockwellen um den Globus sandte. Vor genau 40 Jahren, am 8. Dezember 1980, wurde John Lennon in New York ermordet. Lennons ehemaliger Beatles-Partner Paul McCartney schrieb jetzt auf Twitter, dies sei ein trauriger Tag. Dennoch denke er mit der Freude an seinen Freund, die dieser der Welt bereitet habe. Auch Lennons Sohn Julian erinnerte auf Twitter an seinen legendären Vater. Witwe Yoko Ono schrieb, sie vermisse John noch immer, und sie zitierte eine Zeile aus Lennons vielleicht bekanntestem Lied Imagine. Ringo Starr, Ex-Schlagzeuger der Beatles, rief auf Twitter alle Radiosender der Welt auf, irgendwann im Laufe des Tages Strawberry Fields Forever zu spielen. Der Titel gehört neben Help zu den beiden Liedern, von denen John Lennon sagte, es seien die einzigen zwei wirklichen Lieder, die er je geschrieben habe. Und auch die Gedenkstätte für Lennon im New Yorker Central Park, die Ono angelegt hat, heißt Strawberry Fields. Direkt um die Ecke an der Upper West Side von Manhattan befindet sich der Dakota Apartment Komplex, vor dem Lennon erschossen wurde. Er war damals 40 Jahre alt. Yoko Ono lebt bis heute dort. Viele Menschen legten zum Gedenken Blumen für den Sänger und Pazifisten an der Stelle nieder und spielten einige seiner Lieder. Lennons Mörder sitzt bis heute im Gefängnis.